Und damit hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 3 Remake. Ja, wir sind in der letzten Folge hier bei dem Waffenhändler angekommen. Und jetzt muss ich mal schauen, was wir überhaupt noch machen können. Wir können vorne nochmal raus. Achso, hinten hat er wahrscheinlich verbarrikadiert. Genau, da sind wir ja rübergekommen. Hier fehlt uns anscheinend noch irgendwas. Da sollten wir theoretisch noch was einsammeln können, so wie es aussieht, was wir aber noch nicht gefunden haben. Ich würde sagen, ich gehe erstmal raus. Was haben wir jetzt eigentlich an Munition dabei? Wir haben die Pistole dabei, wir haben Schrot dabei. Na gut, da haben wir nicht viel Schuss. Ach ja, und wir hatten noch einen Schlüssel gefunden. Schießt das Tor neben Kendos Laden auf. Ah, okay. Ja, das war versperrt, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal dahin. Jetzt muss ich mal gucken. Das war ausweichen, genau. Ich konnte nämlich jetzt 2 Tage oder so nicht spielen. Aber hier muss noch irgendwas sein, was wir nicht gefunden haben. Ich hoffe mal nicht, dass Jill sich jetzt hier runterstürzt. Also für mich sieht es jetzt nicht danach aus, dass wir hier was vergessen haben. Was ist das? Ah, Moment. Ah, was ist das? Hochwertiges Schießpulver. Ha! Ist es jetzt grün? Ja, es ist jetzt grün. Sehr schön. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich hätte mich jetzt noch dumm und dämlich gesucht. Jetzt muss ich erstmal wieder zurück zu der Gasse. Ich hoffe, ihr bleibt auch schön alle liegen. Ich habe euch hier abgefackelt. So, ach ja, das war die Gasse, wo der Typ dahinter war. Achso, nee, den Schlüssel sollen wir benutzen. Okay. Der flackert schon so komisch, der steht doch bestimmt nochmal auf, oder? Arschloch. Fuck. Oh fuck. Der ist aber immer noch nicht tot, oder? Eieiei. Okay. Dem Mistkerl traue ich auch nicht so richtig. Aber der... Ja, ich lasse mal vorsichtshalber lieber die Schrot drin. Wo muss ich denn hier rum? Links rum. Also falls da noch was sein sollte, muss ich dran vorbeilaufen. Aber das Viech ist jetzt weg. Hm, okay. Da ist nichts. Haben wir hier denn alles? Ja, wir haben alles eingesammelt. Okay. Ah. Ich traue dem Braten nicht so recht.
ist nichts für uns. Oh, ich weiß, warum ich dem Braten nicht traue. Aber das Vieh ist jetzt weg. Okay, also zwei Schüsse. Dann scheinen die... Kann die Tür ja aufgehen? Nicht, dass jetzt ein Zombie kommt, wenn ich den versuche. Okay. Also die Tür kann aufgehen. Ist jetzt die Frage, gehen wir erstmal darum oder gehen wir erstmal... Kommen wir nach draußen. Okay. Gucken wir erstmal hier. Hier ist eine Tür. Und hier steht anscheinend kein Zombie drin. Das ist schon mal gut. Nehmen wir den Dietrich. Und schon wieder Granaten. Ja, es wäre nur schön, wenn wir dann endlich mal den Granatenwerfer kriegen würden. Raccoon Times, Leserbriefe. Guten Tag. Ich schreibe Ihnen, weil ich sehr, sehr besorgt bin. Alle Eltern wissen, dass die Crystal Promenade der ideale Ort für einen Samstagausflug mit den Kids in der Innenstadt ist. Und keiner der Läden da ist beliebter und wiegt schwerer auf den Geldbeutel der Eltern als Toy Uncle. Jedoch habe ich bemerkt, dass die große Statue über den Eingang am windigen Tagen so sehr wackelt, dass man denkt, sie werde nur mit einer Handvoll Schrauben da festgehalten. Sollte sich der Kopf dieser Statue eines Tages an einen geschäftigen Tag losreißen, würden viele Kinder schwer verletzt werden. Ich habe mich bereits dreimal bei dem Manager beschwert, aber er weigert sich, etwas zu unternehmen. Sollten wir also warten, bis ein schrecklicher Unfall passiert, bevor wir handeln? Nein. Wenn schon Köpfe rollen müssen, dann doch bitte der des Managers. Diese Todesfalle da oben muss endlich runter. Timothy Wiles. Okay. Ja, ich scheine hier jetzt so nichts mehr groß machen zu können. Okay. Ich habe gerade gar keine Ahnung, wo ich überhaupt... Oh, fuck, ist das euer Ernst? Willst du mich verarschen? Raketenwerfer? Echt jetzt? Komm, beweg dich bloß nicht, Jill. Lauf. Ja, beweg dich. Komm. Mädel. Wo muss ich überhaupt hin? An dem anscheinend vorbei. Oh, fuck, 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 fuck. Kann ich den stunnen? Oh. Monster verfolgt mich wieder. Willst du mich verarschen? Ich dachte, er ist tot. Ich wusste, dass es nicht so ist. Ach, lauf bloß nicht, Chill. Oh, scheiße. Ich bin an der Sackgasse. Komm, steh auf! Du musst flüchten! Die Treppen hoch kann ich noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da kommt der mir doch garantiert entgegen, oder? Achso, halt. Nee, ich bin noch gesund. Oh, lauf, Jill, lauf.
da? Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhalten kann. Komm zurück zur Station. Und führ ihn direkt zu euch? Schon okay. Vertrau mir. Ja, kein Thema. Wo ist denn die Station? Oh Gott, rechts kann ich nicht rum. Versuchen wir es mal hier. Ich glaube, das ist der einzige Weg, den ich hier überhaupt noch laufen kann. Oh, fuck. Das ist verrückt. Lauf, Jill! Oh, komme ich da jetzt gar nicht mehr rum? Ich muss da rum, oder? Ich versuch's jetzt einfach mal. Oh Gott. Oh. Nicht zurück. Da war eine Tür, da war eine Tür. Geh durch. Jill, hier lang. Carlos! Ich war noch nie so froh, dich zu sehen. Aber du wirst mir auch nicht weiterhelfen können. Oder? Hey, alles klar? Los, los! Komm, vergiss ihn einfach! Vergiss ihn einfach? Der hat so ein einnehmendes Wesen irgendwie. Komm schon, nichts mehr raus hier. Ja, ich hoffe, dass der jetzt erstmal zumindest für eine kurze Zeit gestoppt ist. Oh Gott. Ist hier irgendwas? Wo sind wir denn da? Nee, das ist alles grün, okay. Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Also, was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Was ist mit dir? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Okay. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Hm, mir schon. War hier unten nicht noch irgendwas? Achso, wir sind jetzt in die andere Richtung gegangen. Versorgungskiste? Ah, da komme ich jetzt auch nicht zurück, ne? Ich meine, geradeaus und dann links. Na, da komme ich auch nicht rum. Schade. Ist der jetzt rechts oder links rumgegangen? Da, ne. Doch, da ist er. Da können wir nicht rum. Okay. Dann kommt Carlos. Achso, du kommst ja nicht mit. Stimmt ja. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein. Die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bart finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge, sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Hm? Okay. Macho. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Siehst du? Du lernst. Ach, das Arschloch. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfahrt! Na, ich habe da kein gutes Gefühl bei. Wir wissen ja immer, was in den Zügen passiert bei Resident Evil. Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten.
komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Oh nee, willst du mich verarschen? Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein, lass es. Genau, lass es, flüchte. Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Nein! Was ist der Sprengstoff jetzt hin? Runter von meinem Zug, Dreckskerl! Aber so ist es mir ehrlich gesagt lieber, als wenn ich das machen müsste. Also den explodieren lassen, meine ich. Ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit deinem heißen Date? Ach nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Wir halten klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Okay, dann schauen wir doch erstmal, was wir alles haben. Also, wir haben eine G18-Pistole mit 18 Schuss. Das ist schon mal gut. Das ist auf jeden Fall mehr, als Jill hat. Und wir haben das Sturmgewehr. Wobei, naja gut, Sturmgewehr hat natürlich mehr drin. Aber ich würde jetzt erstmal die Pistole bevorzugen. Achso, die stehen ja auf der Schnellleiste. Sicher. Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. Kann ich das vielleicht ändern, weil das ist für mich ein bisschen blöd. Schnellzugriff. Oben. Genau. Weil das ist, obwohl ich habe das, Moment, dann machen wir das noch. Schnellzugriff nach unten. Genau, dann habe ich das nämlich genauso wie bei der Jill. Dann habe ich unten die große, links das Messer und oben die Pistole. Okay. Gut, ist hier irgendwas, was wir mitnehmen können? Nee, das habe ich mir schon gedacht. Komm, geh vor. Das ist ein Gräber. Falls einer rauskommt, bist du der Erste. Oder auch nicht, wenn er stehen bleibt. Arschloch, schickt mich hier alleine rein. Wo soll man denn hin? Nach unten? Oh. Red, halt! Die! Komm schon, Mann! Nicht du auch! Schieß ihn in den Kopf. Tut leid. Genau. Junge, du bist so dumm. Mist, verschlossen. Bleib bei der Tür. Ich erledige den hier. Komm doch her. Oh, wie viel stecken die hier ein? Hallo? Ich hab gleich keine Munition mehr. Geht's noch? Nee, du sollst laufen. Oh, eine ID-Karte. Okay. Er gehört zu Stars. Boah, das waren jetzt 6 Patronen oder so, die die mal eben so weggeschluckt haben. Geht das noch? Hier ist auch nichts mehr. Ist er jetzt reingelaufen oder was? Was ist das denn für ein Arsch hier? Wo ist der Kopf hin? Ah! Und das alte Keep-Out-Schild hängt immer noch da. Sehr schön. Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im Stars-Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Carlos, sieh dir das an. Es ist wohl sowas ähnliches wie eine Rettung. Stars-Büro gefunden. Das ist schön für dich, aber ich will erstmal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Also eigentlich könnte ich ja auch... Nee, da ist aber noch irgendwas. Carlos, beweg deinen Arsch hierher. Ja, halt doch die Klappe. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich hier irgendwas aufnehmen kann. Da siehste, eine Handgranate. Das ist kein gutes Zeichen, aber trotzdem. Ich habe wenigstens eine gefunden. So. Da ging es noch hoch.
Haben wir jetzt alles? Nee, haben wir immer noch nicht alles. Dann gehen wir mal eben oben gucken. Aber da springt jetzt nichts raus. Sicher. Das ist eine normale Pflanze. Nee, ist nichts. Schade. Munition wäre jetzt natürlich nicht schlecht, weil die scheinen hier ja doch einiges... Oh, was ist das denn für eine Grafik hier auf dem Boden? Die scheinen hier ja doch einiges mehr einzustecken, als wenn man mit der Jill spielt. Das ist gar nicht gut. Hm, hier ist auch nichts. Was habe ich denn dann übersehen? Oder ist beim... dem Typen unten noch was. Ich wollte gerade schon sagen bei Brett, aber es ist ja gar nicht Brett, ne? Das war ja der... Der... Keine Ahnung, was das war. Security-Mann. Ach, ich bin an einem Kraut vorbeigelaufen. Ich bin auch so blöd. Und Sturmgewehrmunition. Ah, okay. Jetzt perfekt. Und ich laufe extra oben rum. Okay. Gut. Dann zeig mir mal, was du da hast. Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay. Gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Weißt du denn nicht, dass es nie eine gute Idee ist, das Tor aufzumachen? Ja. Achso, das Tor, okay. Haben wir irgendwas, was wir jetzt in die... Ja, die Handgranate können wir eigentlich reintun, ne? Ich hoffe, dass wir die erstmal nicht brauchen. Das Kraut, ja, das sollte ich eventuell mitnehmen. Problem ist jetzt natürlich, ich weiß nicht, was da jetzt noch alles für Gegner kommen. Und was ich jetzt hier alles für Sachen finde. Ich habe jetzt gerade mal nur 3 freie Plätze. Das ist natürlich nicht viel. Und den Ausweis, denke ich mal, dass wir den wohl mal öfter benutzen müssen. Andererseits, wir werden wohl schnell die 7 Patronen weg haben, falls wir da jetzt nicht direkt was Neues kriegen. Ja. Würde ich sagen, speichern wir auf jeden Fall erstmal. Das speichere ich aber dann unter der Jill ab. Ja, und da wir jetzt den ersten Teil nicht mehr mit der Jill spielen, sondern mit dem Carlos spielen, ich meine, abgesehen mal von den paar Schritten, die wir jetzt hier gemacht haben, würde ich sagen, dass wir jetzt hier auch erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass wir dann das nächste Video oder die nächsten Videos wahrscheinlich dem Carlos widmen. Also sprich, dass wir hier einen Cut machen und uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.